Schönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu den Studieninfotagen auf der BOKU. Ich darf Sie ganz herzlich auch zum Thema Ingenieurbiologie, Bau mit Pflanzen begrüßen, wo wir uns in der nächsten Dreiviertelstunde ein bisschen näher mit diesem Thema beschäftigen werden. Vielleicht kurz am Beginn zu meiner Person, Hans-Peter Rauch. Ich arbeite am Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau. Wir sind nicht so sehr in dieses Umweltingenieurwissenschafts eingebettet, da geht es mehr. Wir sind auch sehr bunt unterwegs, auch sehr viel mit Landschaftsarchitektur, Forstwirtschaft. Also wir sind da ein Institut, wo sehr viele Sachen übereinander greifen. Und ich persönlich leite die Forschungsgruppe, die Arbeitsgruppe Ingenieurbiologie. Und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Bauen mit Pflanzen. Wir versuchen, bautechnische Effekte von Pflanzen zu nutzen, die ganz gezielt einzusetzen. Und wir werden uns heute im Laufe der Zeit ein Thema kennenlernen, verschiedenste Beispiele anschauen. Und ich möchte euch ein bisschen was über die Arbeitsfelder, beziehungsweise was ist überhaupt mit dem Thema Ingenieurbiologie gemeint. Und ja, und bringe dann sehr, sehr viele Beispiele, wo wir uns anschauen, was könnten zukünftige Herausforderungen für Sie als Umweltingenieurinnen und Umweltingenieure sein. Und da werden wir uns zahlreiche Beispiele anschauen, wo man diese Bautechnik, diese Ingenieurbiologie einsetzen kann. Wahrscheinlich ist es so, dass ihr nicht so vertraut seid mit diesem Begriff Ingenieurbiologie. Ich weiß nicht, kennt jemand den Begriff Ingenieurbiologie? Also, doch, ihr kennt ihn, warum? Von der Forstschule, okay, von der Forstschule natürlich hat man Vorteile, da hat man sozusagen mit dem Thema schon zu tun. In welchem Zusammenhang? Ja, genau. Dort ist es natürlich sehr stark zu Hause und wird auch sehr viel angewandt. Wie könnte man das jetzt beschreiben, diesen Begriff Ingenieurbiologie? Irgendeine Idee vielleicht von Pflanzen hernehmen und technische Konstruktionen zu ersetzen. Genau. Super, ja, perfekt, ja. Also das ist schon sehr, sehr gut beschrieben und gibt es eigentlich sehr gut wieder, was man damit meint. Es sieht im Prinzip sozusagen auch diese Vereinigung, dass man biologische Kenntnisse nützt und mit dem ingenieurtechnischen Wissen kombiniert. Und dann sozusagen hat man hier die Möglichkeit, hier diese Effekte von Pflanzen, die gewünschten Effekte von Pflanzen auch ganz gezielt zu nützen. Ich bin sehr froh immer wieder über, und ich frage auch immer wieder, weil ich es einfach sehr wichtig finde, dass wir sozusagen diese Dreiviertelstunde nicht nur ich hier raus und irgendwas erzähle, sondern wir auch gemeinsam diskutieren. Ihr könnt auch Fragen stellen, bitte unterbrecht mich jederzeit. Dieses kritische Hinterfragen ist halt ganz, ganz wichtig, auch im Studienalltag und macht es auch ein bisschen auch lebendiger. Sehr oft verwenden wir auch diese Begrifflichkeit von Grünverbauung, Sicherungsarbeiten mit Pflanzen und auch Lebendverbau, weil wir eben sozusagen ganz gezielt diese Pflanze als Baustoff, die lebende Pflanze als Baustoff nützen. Ist es was Neues oder ist es eher was Altes als Fach? Naja, sicher alt, oder? Weil es wieder angefangen hat, damit, oder dass man sich die Umwelt so ein bisschen macht. Genau. Wie alt kann es sein? Ungefähr. Aber du hast recht, sehr, sehr alt. Ja, es ist eine sehr, sehr alte Disziplin. Und wahrscheinlich geht es über Jahrtausende zurück. Immer dann sozusagen, wenn sich der Mensch sesshaft gemacht hat irgendwo, hat er natürlich sich vor Elementargefahren schützen müssen und mit verschiedensten Möglichkeiten. Und ich zeige da jetzt nur so eine alte Dokumentation. Und damals, beziehungsweise auch noch viel, viel früher, war die Ingenieurbiologie, das Bauen mit Pflanzen, war das eigentlich die technische Konstruktion. Die technische Konstruktion deswegen, weil man natürlich keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung gehabt hat. Also man hat weder jetzt auf Maschinen zurückgreifen können, man hat auch keinen Beton gehabt, also man hat auch das Eisen nicht gehabt. Also diese Baustoffe hat man nicht zur Verfügung gehabt. Man hat
mit vor Ort verfügbaren Materialien bauen müssen. Und was sehen wir da? Was könnte da dahinter stecken? Auch wie unsere, die Kollegen von der Forstschule, von der Forstwirtschaft. Lawine. Bitte? Mure, Lawine, ja, kommt schon hin. Ja. Das ist ein Prozess und ein zeigt, das Bild ist leider, von, die Qualität vom Bild ist nicht so gut, aber zeigt uns sehr gut so ein Gerinneprozess, das heißt, dieses Gerinne wird erodiert. Mit dem Erodieren vom Gerinne habe ich dann immer wieder auch stabile oder instabile Seiten. Das heißt, das Ganze fängt zum Rutschen an, kombiniert mit Niederschlag, mit Wasser, kann das dann schlussendlich auch eine Mure bedeuten. Was haben Sie hier gemacht? Was macht man, wenn man das, ja? Säule gebaut und da die Pflanzen noch wachsen lassen, damit die Erde festgehalten wird. Genau, sie machen so, Holzsäulen hineingeschlagen und haben hier Pflanzen festgemacht, damit die Pflanzen die Erde quasi befestigen und zurückhalten. Ja? Und was noch, ist es nur das Rückhalten oder gibt es noch andere Effekte, wo man damit diesen Erosionsschutz oder diese Stabilisierung erreichen könnte? Das ist schon richtig, ja. Aber es ist noch ein zusätzlicher Effekt, auch noch zusätzlich dabei. Und zwar, es sind nicht nur die Pflanzen, die das dann zurückhalten, sondern es ist auch natürlich diese Abtreppung, diese Terrassierung. Ja? Und was erreiche ich mit einer Terrassierung? Waagrechte Flächen. Und muss ich ganz waagerecht sein, aber zumindest reduziere ich das gegebene Gefälle, ich reduziere damit die Fließgeschwindigkeit, reduziere damit die Schleppkraft des Wassers und dann sozusagen habe ich nicht mehr diese Erosion, die ich ursprünglich in diesem sehr steilen Gerinne gehabt hätte. Ja. Rechts davon ist ein Bild, das die Entwicklung von wahrscheinlich 1-2 Jahren nachher widerspiegelt. Was sieht man? Das sind jetzt sozusagen deine Pflanzen, die das Ganze natürlich halten können. Das heißt, ist das gut oder schlecht? Kann man sagen, das ist die Pflanzen leisten einen wesentlichen Beitrag? Sie funktionieren. Ja? Das ist, was sie wollen, und das ist gut. Genau, ja. Ja, die Pflanzen sie halten den Boden zurück. Ja. Wie lange ist das auf ewig gut? Ja? Wenn dann ein extremer Ereignis kommt, dann ist vielleicht nicht so gut, weil dann nichts mehr so wird. Ja. Ja. Aber das ist einerseits natürlich das Ereignis, die Frage. Ja. Und das Zweite, was natürlich für euch forstwirtschaftlich interessant ist, sozusagen, wie groß sind denn diese Pflanzen da drin? Ja. Die sind am Anfang natürlich sehr gut, weil sie diesen Bodenschutz oder diesen bodenmechanischen Effekt haben und damit Erosionsschutz dienen. Aber natürlich kann es sein, wenn die Pflanzen zu hoch werden, dass sie, wenn das entsprechende Ereignis kommt, dass dann sozusagen zusätzliche Gefahrenquelle, zusätzliches Problem entsteht, mit Verklausung weiter unten. Und das ist sozusagen mit Ingenieurbiologie gemeint, dass man nicht nur dieses Bauen hat, sondern es geht generell darum, diese Prozesse zu beurteilen, welche Prozesse dann auf so ein Vegetationssystem, wenn sie da drauf treffen, was das für Auswirkungen hat. Anderes Beispiel, auch sehr klassisch, das ist sind auch historische Dokumente. Einerseits hat man hier Äste hineingelegt in das Ufer, um das Ufer zu schützen, die dann sozusagen wieder austreiben und mit der Bewurzelung auch wieder zusätzlichen Effekt haben auf den Erosionsschutz des Ufers. Was steckt da dahinter? Warum wird das Ufer geschützt? Warum schützt man dadurch das Ufer? Ja, weil die Fließgeschwindigkeit vom Wasser extrem reduziert wird. Genau, wo wird sie reduziert? Ja, am Ufer, wo halt eben im Teilsfall dann. Richtig, hier wird sie reduziert. Wo wird sie vielleicht sogar größer, die Fließgeschwindigkeit? Ja, in der Mitte. In der Mitte, genau. Und was heißt das? Man schafft unterschiedliche Wasserzonen. Genau, unterschiedliche Wasserzonen. Das ist jetzt sozusagen ein Beispiel, in dem Beispiel wollte man hier das Ufer schützen. Wo macht man sich das noch zunutze, diese Systematik? Wo werden noch Brunnen gebaut? Ja, bei Flüssen, wo
Verbote vorgesehen, dass das Material in den Mitten verarbeitet? Ja, das ist richtig. Überall dort, wo an Flüssen, zum Beispiel an der Donau, baut man Bohnen. Es geht aber nicht nur ums Verlanden, sondern es geht darum, dass ich diese Fließgeschwindigkeit, diese erhöhte Fließgeschwindigkeit hier konzentriere. Dann habe ich sozusagen auch einen erhöhten Wasserspiegel in der Mitte und habe hier natürlich auch habe hier die Möglichkeit, dass die Schiffe quasi hier noch bei niedrigen Wasserständen auch noch fahren können. Also zum Beispiel Tonne wird da deshalb automatisch mehr drin, weil die Seiten verbaut, kann man mit anderen Höhe sein. Ja. Richtig, das ist natürlich auch noch, das ist ein natürlicher System ist noch einmal ganz was anderes. Das ist vollkommen richtig. Ja. Und rechts als Beispiel sieht man eine Anlage von einem Windschutzstreifen, im Prinzip auch ein ingenieurbiologischer Effekt. Ich nütze die Pflanzen, damit der Wind entsprechend abgelenkt wird, damit ich nicht diese Bodenerosion habe. Und wenn wir all diese Beispiele jetzt nehmen, diese historischen Dokumente, was ist denn der Unterschied zu der Zeit, wo das gemacht worden ist, und zu eurer Zeit, wenn ihr dann fertig seid und rausgeht und als Umweltingenieurinnen und Ingenieure arbeitet? Was ist der große Unterschied? Was könnte der große Unterschied sein? Ja? Dass das halt alles Auswirkungen hat, die auch negativ sein können und dass man die reduziert. Ja, ihr müsst das in verschiedenste Richtungen denken. Ja, das ist richtig. Damals hat man vielleicht nur diesen Uferschutz angedacht und ansonsten hat man es weniger beachtet. Ja, was noch? Wie hat man das damals gemacht? Wie macht man es heute? Ja. Technischen Hilfsmittel? Ja, man könnte natürlich heute anders bauen, aber mal vorausgesetzt, ihr macht das so und ihr sagt, ich möchte Ingenieurbiologie anwenden und ich mache das so wie die das damals gemacht haben. Was ist der große Unterschied? Ja, man muss halt vor allem in der Bevölkerung, die das dann nutzt, ein Umdenken bewirken, weil halt früher konnte man es nicht anders machen, weil gibt es halt andere, stabilere Sachen oder Sachen, die man halt eher macht. Ja. Und das ist so halt ein Umdenken. Da kommen wir schon hin, ja. Man muss irgendwo Bürokratie vorbei, also man muss irgendwo Genehmigungen einholen. Ja, jetzt kommen wir schon hin, ja. Andere Leute finden, die das in der Hand machen müssen. Ja, jetzt sind wir schon sehr nahe dran, ja. In gewisser Weise ist die einzige Ingenieurbiologie Art von Erdbeeren. Ja. Richtig, es ist natürlich die Ingenieurbrücke heute, natürlich, das ist jetzt nicht nur damals war es quasi Uferschutz, also technische Maßnahme gesehen, heute verwenden wir die Ingenieure die gleiche Technik eigentlich auch zum Renaturieren. Ja, ist richtig. Ja. Aber was ist der elementare Unterschied? Du warst schon sehr neu dran. Ja, also ich dachte vielleicht einfach, man hat viel mehr verschiedene Materialien, ja. Wissen auch darüber, wie. Dass ja. Es dann rechtliche Grundlagen gibt. Ja, es gibt rechtliche Grundlagen. Das, ja, ist richtig. Ja. Natürlich gibt es rechtliche Grundlagen, das ist richtig. Ja. Auch das unterschiedliche Material ist auch. Man ist einfach jetzt viel mehr in der Theorie drinnen und früher ist einfach dann baut man. Ja, das haben wir schon fast richtig. Da sind wir schon fast dabei. Früher haben sie es gemacht, das haben sie reingelegt und probiert. Wenn es jetzt nicht funktioniert hat, haben sie es wahrscheinlich noch ein bisschen anders gemacht, haben anders probiert. So, wenn ihr das heute dem Auftraggeber vorschlägt, wir machen das jetzt so. Ja? Was sagt er dann? Was sagt der Auftraggeber? Ja? Was wird er sagen? Was kostet das? Ich sag mal, ist wahrscheinlich vielleicht sogar die erste Frage. Ja? Ja, ist richtig. Was ist die zweite Frage? Ja? Ja? Sind Sie sicher, dass das haltet und dass es funktioniert? Ja? Und das ist die große Herausforderung für euch oder für heute, wenn ich Ingenieurbiologie anwende. Früher habe ich das sehr empirisch und habe ich das sehr, sage ich mal salopp, ist es ausprobiert worden. Heute müsst ihr quasi als Absolventinnen der BOKO, dann müsst ihr dann den Nachweis bringen, dass das funktioniert. Und das Besondere daran ist natürlich auch das, dass ich dieses System, und das werden wir dann in der nächsten Zeit noch ein paar Mal, in den nächsten Beispielen noch ein paar Mal sehen, dass sich dieses System laufend ändert. Das heißt, hier lege ich die Äste hinein, hier wachsen, hier sind sie noch nicht angewachsen, da wachsen sie an und erzeugen quasi einen zusätzlichen Begleitstreifen, was schlussendlich immer wieder. Das heißt, das ganze System ändert sich im Laufe der Zeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr müsst den Nachweis liefern, dass das Ganze funktioniert. Ansonsten passiert was?
Ansonsten hat man wahrscheinlich, zumindest bei dem Auftraggeber, den letzten Auftrag gehabt. Ja? Ansonsten wird sich das... Und ihr habt ja, und der Kollege hat das vorher schon erwähnt, was ich da jetzt auch nochmal bringen möchte, dieses Renaturierung oder Ingenieurbiologie, die sehr oft angewandt wird bei Renaturierung. Das ist jetzt ein Beispiel vom Leasingbach 1950. So wurde der Leasingbach verbaut. Und ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail darauf ein, warum das so gemacht worden ist. Zeige aber auf der nächsten Folie dann einen Vergleich, wie das Ganze dann ein ähnlicher Abschnitt, wie das Ganze sozusagen dann 2003 nach der Renaturierung mit sehr viel Ingenieurbiologie dann umgestaltet worden ist. Und was ist vielleicht auch noch einmal diese besondere Herausforderung, wenn man ingenieurtechnisch so sich sowas anschaut im Vergleich zu dem? Was ist einfacher aus einem Ingenieurwesen heraus zu berechnen, zu beurteilen? Ja? Die ganzen Materialindikationen testen und alles, das ist quasi. Ja. Also das ist einmal das Material selber. Hier unten habe ich sozusagen sehr viel Gehölze, sehr viel Pflanzen, die sich dann laufend sehr dynamisch entwickeln und immer wieder verändern. Was ist oben? Warum ist das Profil zum Beispiel leichter zu berechnen? Ja? Weil es unlebendige Baustoffe sind, die sich der Scheibe nicht so verhalten, wie man sich immer verhalten, die Pflanzen könnten andere. Genau. Ja, genau. Das heißt, hier habe ich, es sind aber nicht nur die Baustoffe, sondern es ist hier auch ein bisschen die, was sehr entscheidend ist, auch für die Bemessung, ist die Geometrie. Hier habe ich sehr einfache Geometrien, Trapezprofile, eventuell mit einer Niederwasserrinne. Die kann ich sehr gut berechnen. Weil ich habe geometrische Bedingungen, einheitliche Oberflächenrauigkeiten, das ist alles gepflastert und da wird dann bei so einem Profil wird schon schwieriger. Ja? Das wird schon schwieriger. Und wenn wir das jetzt noch einmal im Detail vom Planungsschritt her anschauen, möchte ich euch kurz dieses Beispiel vom Wienfluss zeigen, was in den letzten Jahren oder vor einigen, mittlerweile schon wieder vor 6, 7 Jahren da renaturiert worden ist. Das ist ein Teilstück vom Wienfluss außerhalb von Hütteldorf, kurz vor den Auhofbecken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand kennt. Damals hat es so ausgeschaut, ein sehr hart verbautes Gerinne mit ein bisschen Grün, aber das Grün täuscht ein bisschen, weil dieses Grün darunter ist das durchgehende Pflaster und beim nächsten Hochwasser wird es weggeschwemmt, weil das sind quasi Anlandungen, wo sie dann spontan Vegetation ausbildet, aber ist nicht von da. Und da wollte man dann so ein 300-Meter-Stück, wollte die Stadt Wien das verändern, hat natürlich gewisse Herausforderungen, Hochwasserschutz. Man hat hier sehr starke ökologische Defizite, die wollte man verbessern. Und gleichzeitig war das sicherlich auch ein Grund, dass man hier diese Naherholungsstrecke, da sieht man den Radlweg, der da unten verläuft, der schon vorher drinnen war in diesem Abflussprofil. Und sowas wollte man in vielerlei Hinsicht eben verbessern. Und das ist eine klassische Aufgabe auch sozusagen von euch, wenn ihr da fertig seid, dass wir... hat einmal begonnen mit so einer Visualisierung, weil Visualisierung hilft uns ein bisschen zu verstehen, was muss sich denn da drinnen alles ändern. Und gerade Umweltingenieurwissenschaften haben da sozusagen dann einen sehr hohen Anteil an Planungsprozess beziehungsweise auch an der Umsetzung. Eine ganz zentrale Frage war hier, wir wollen das rückbauen, können aber das Profil nicht erweitern und nicht aufmachen. Und damit habe ich natürlich auch im Hochwasserfall. Und es ist ja ganz wichtig, dass man hier nicht nur bei Sonnenschein und Niederwasser und im Sommer das betrachtet, sondern eben auch diese extreme Situation beim Hochwasser. Und da hat man dann beim Hochwasser diese extremen Belastungen in Form von sehr hohen Schleppspannungen. Und dann ist die große Frage von, wie groß muss der Stein sein? Wie groß muss der Stein sein? Man will, dass das Ganze funktioniert, dass das Ganze auch stabil ist und auch beim Hochwasserschutz funktioniert. Und das ist dann draußen immer wieder die ganz große Diskussion. Da diskutiert dann die Ökologie mit dem Wasserbau. Der Wasserbau sagt, ich brauche so einen Stein, es muss sicher sein. Die Ökologin sagt, ja, nein, wir sind im Tieflandbereich, wir brauchen ein Substrat. Und diese zwei extremen Positionen müssen dann schlussendlich zueinander finden. Da ist natürlich auch, das seid ihr gefragt, damit man dann diese
diese Funktionen, die man da unbedingt verbessern möchte, dann quasi in einklappen. Hier zum Beispiel war es so, hier haben wir da bewusst so Holzstrukturen als Querriegel gebaut, wenn eine Erosion sein sollte beim Hochwasserreichen, damit es lokal bleibt. Wir haben bewusst hier, und das ist auch aus Gründen vom Hochwasserschutz, wir haben bewusst hier nur Büsche hineingestellt. Soll auch zeigen, dass es nicht erlaubt ist, hier große Bäume, dass die Bäume zu groß werden zu lassen, weil man dann eben wieder das Problem hätte mit der Durchflussmenge, die dann zu sehr zurückgestaut wird. Und was uns auch wichtig war, das sind so Freiflächen zu definieren, damit man dann auch hier diese Zugänge hat. Man wollte nicht diesen grünen Tunnel da schaffen, und es sind dann sollten immer wieder Flächen sein, wo man auch zum Wasser hin sich bewegen kann. Also solche Aufgaben ist ein ganz klassisches Beispiel von der Ingenieurbiologie, weil es eben hier auch die Rahmenbedingungen so sind. Ich habe links die Westeinfahrt, rechts habe ich da die Westausfahrt und die ÖBB-Gleise. Ich habe hier aufgrund der Infrastruktur, aufgrund der Rahmenbedingungen, kann ich nicht quasi öffnen, weil öffnen wäre leicht, öffnen wäre natürlich ideal, und das ist immer das Beste für den Fluss, wieder mehr Raum zu geben, damit er dann sozusagen auch beim Hochwasser nicht diese Schleppkräfte ausbilden kann. Das ist noch eine andere Visualisierung, und diese Visualisierung helfen uns dann immer wieder, diese Fachdisziplinen, die notwendig sind, dass man die miteinander quasi dann über ein gemeinsames Bild diskutiert, und damit wird es dann leichter, auch diese gemeinsamen Lösungen zu erarbeiten. Das Ganze wurde dann so umgesetzt. Da sieht man schon ein paar wichtige Punkte. Also man hat hier das Pflaster rausgerissen, hat hier einen neuen Fluss gebaut, Fluss gestaltet. Und da ist es natürlich, was muss ich da wissen, wenn ich sowas baue? Was ist da ganz zentral? Ja. Die laterale Erosion. Die laterale Erosion, das ist ja genau, das ist ja die laterale, also natürlich dieses Material, was ich da auftrage, wenn größere Wasserstände sein sollten, wie sehr das Material abtransportiert wird, ja. Die Menge an Wasser, die ich erwartet wird, durchfließt. Ja, die Menge an Wasser, ja. Was könnte man noch, was könnte man noch hier sehen, was berücksichtigt worden ist? Ganz wesentlich, ja, bitte. Gleit und Prallern, ja. Was ein bisschen in die Richtung geht, wir haben hier versucht, sehr viele unterschiedliche Strömungssituationen zu erzeugen. Man sieht hier, und das ist dann auch der Blick sozusagen, auch der Blick der Expertin, vom Experten, wenn man hier drauf schaut, dass man sieht, aha, ich habe hier schnell fließendes Wasser, ich habe hier rückströmendes Wasser, ich habe Tiefstellen, ich habe flachere Stellen, und das sieht man sehr schön auch an diesem Bild, wo die Fließgeschwindigkeiten ein bisschen größer sind. Ja. Warum brauche ich die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten, unterschiedliche Wassertiefen? Was nützt mir das? Die unterschiedlichen ökologischen Nischen. Genau. Ja. Also wir haben hier ganz unterschiedliche ökologische Habitatansprüche, und das ist eben wichtig, dass heute, generell beim Hochwasserprojekt, und das ist auch ein großer Unterschied, was wir schon erwähnt haben zu den historischen Dokumenten, was wir gesehen haben, hier muss man, obwohl es ein Hochwasserschutz ist, hier geht es darum auch, und es gibt auch wieder die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, hier darf man sozusagen, oder muss man die Situation verbessern, gewässerökologisch. Ja. Das ist natürlich da draußen, speziell im Stadtgebiet, eine besondere Herausforderung, weil es ja auch Naherholung ist, weil die Leute auch dort sich aufhalten. So schaut das Ganze dann aus, nach 2 Jahren. Hier sieht man noch einmal, hier sieht man sozusagen diesen Blick noch einmal auf das Fließgewässer mit den beginnenden, sich entwickelnden Strukturen. Die Strukturen sind wichtig. Warum sind diese Bäume da am Fließgewässer wichtig? Was haben die für Funktion? Keine Erosion. Keine Erosion, richtig, ja. Sie schützen, sie halten den Boden, ja. 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 Ja, durch den Schatten, die andere Produktion, das Gewässer nicht zu erwärmen. Ja, Schatten, die Beschattung ist ganz, ganz wesentlich. Das Erwärmen ist eine Sache, aber was sie generell nicht so vertragen, ist sozusagen, wenn sich dann das Gewässer über Mittag aufwärmt, ich habe so einen Temperaturpeak drinnen, das bedeutet dann wieder Stress für den aquatischen Lebewesen. Das sind alles Anwendungsgebiete von der Ingenieurbiologie. Generell, da habe ich noch einmal so zusammengefasst, das ist sozusagen ein bisschen diese Situation, die wir heute vorwenden mit den hart verbauten Gewässern. Das wäre ein
ein renaturierter Bereich, das ist ein Bild vom Mödlingbach, wo wir auch ingenieurbiologisch sehr viel mit Studierenden, auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen, gearbeitet haben. Die Frage ist natürlich, welches Bild oder welche Methode ist besser? Rechts. Weil? Weil. Ja. Schöner. Ja, ja, richtig, ja. Also hier hat man wahrscheinlich, oder das rechte Bild bietet ökologische Vorteile. Ja. Ja. Gibt es noch was anderes? Es bietet aber technische Nachteile, wenn jetzt eben zum Beispiel irgendwie ein Extremereignis kommt, ja, dass dann alles, was da ist, das nimmt sich alles mit und da, ja, ist halt gefährlich. Ja, richtig, ja. Das heißt, es hat nicht nur Vorteile, sondern es gibt hier schon auch etwas, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Und was kommt hier noch dazu, was man auch noch berücksichtigen muss? Das ist jetzt ein Foto unmittelbar, oder sagen wir so, im ersten Jahr nach dem Umbau. Ja? Ich kann sich halt extrem ausbreiten und es kann zuwachsen. Ja, und es kann zuwachsen, richtig zuwachsen. Damit haben wir wieder Abflusskapazitätsprobleme und. Ja? Ja. Und das ist, deswegen geht es darum, wenn wir heute, wenn ihr dann solche Situationen plant, ihr müsst die Situationen beurteilen, ja, dann gibt es immer wieder dieses Spannungsfeld, Gewässerökologie, Hochwasserschutz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir können heute sehr schnell und sehr leicht sagen, was die damals gemacht haben, das war nicht gescheit. Ja. Ja. Das hat schon sehr viele Defizite. Aber ich muss sagen, man muss sehr vorsichtig sein, dass wir glauben, wir machen alles besser. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir mit dem Zuwachs auch gemeint haben. Es könnte, das ist eine Situation von 50 Meter, aber das geht dann teilweise über Kilometer. Und würde bedeuten, damit ich den Hochwasserschutz hier aufrechterhalte, muss ich hier ganz massiv alle 5 Jahre was rausschneiden. Und das kann mit enormen Kosten verbunden sein. Das heißt, es kann uns sehr leicht, und es wird uns auch passieren, dass die nächsten Generationen dann sagen, auch das war nicht so gescheit. Ja. Also da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Aber wichtig ist, mit der Ingenieurbiologie, mit den Bauern sozusagen, von da sozusagen, wird es für euch spannend, diese Situationen einfach auch ganz gezielt einzuschätzen und zu analysieren. Zusammenfassend von diesem ersten Block würde ich die Ingenieurbiologie so als ingenieurbiologisches System sehen. Das heißt, ich habe hier diese Pflanze, die kann, oder der Baum, der kann dann, ganz egal wo der steht. Und auf dieses System wirken verschiedenste Prozesse. Und diese Prozesse, wir haben es heute schon teilweise auch erwähnt, das kann jetzt ganz unterschiedlich sein, es geht hin bis zum von Niederschlag, Schnee, bis zur Temperatur. Auch das ist mit dem Klimawandel jetzt ein ganz wichtiges Thema geworden. Und dieses System sozusagen muss mit dem umgehen können, und gleichzeitig möchten wir von dem System wieder Leistungen haben. Und diese Leistungen, das sind dann Ökosystemdienstleistungen, Leistungen für den Menschen, und das kann auch wieder ganz, ganz unterschiedlich sein. Wo sich ein natürliches Spannungsfeld auftut, haben wir heute schon angesprochen, Gewässerökologie versus Hochwasserschutz, also all das sind Dinge, die man dann berücksichtigen muss. Das heißt, wir haben ein System, ein ingenieurbiologisches System, wir haben diese Pflanzen, die man da gezielt einsetzt, im Wasserbau, im Erdbau, und ich habe dann unterschiedlichste Funktionen, die ich damit bedienen möchte. Generell so, und das ist das nächste Foto, die nächste Abbildung, wo ich noch einmal darauf hinweisen möchte, die Ziele sind grundsätzlich ja ganz gleich wie beim konstruktiven Ingenieurbau. Ich möchte ein Bauwerk haben, ich möchte das Bauwerk bemessen, und ich muss sozusagen auch in der Ingenieurbiologie dann gezielt die Pflanze sozusagen versuchen, in ihrer Entwicklung, im Planungsprozess dann schon abzubilden und zu berücksichtigen. Das ist jetzt zusammengefasst noch einmal die wichtigsten Ziele, die man sozusagen mit den einzelnen Aspekten von Funktionen erfüllen kann. Ich gehe da jetzt nicht im Detail darauf ein. Diese Sachen haben wir teilweise schon bei den einzelnen Beispielen da angesprochen. Und generell ist es so, wenn ich hier
ingenieurbiologisches System erzeuge, dann baue ich etwas, ich habe eine Bauweise, das lernst du dann alles in den Vorlesungen kennen und aus dem Bauweise entwickelt sich dann ein System, dass er das dann in ihrer zeitlichen oder in der Zeit und Raum und der Funktionalität beurteilt und von euch sozusagen dann auch entsprechend umgegangen werden muss. Als wichtige Grundlagen, wenn man Ingenieurbiologie anwendet, wenn man mit Pflanzen baut, dann hat man hier einerseits biologische Komponenten, die man da berücksichtigen muss, und gleichzeitig hydromechanische, die uns helfen, quasi diese Leistungen dann von der Pflanze auch entsprechend zu bringen. Beispiele gibt es jetzt sozusagen in den unterschiedlichen Einsatzgebieten. Das wäre eine Möglichkeit, ingenieurbiologisch zu arbeiten, und wird sehr oft gearbeitet im Bereich der Böschungssicherung. Holzkernwand werden die Absolventen von der Forstschule kennen. Und also da verbindet man quasi oder da kombiniert man Holz mit lebenden Pflanzen. Das ist nicht einfach nur eine Holzkonstruktion. Man sieht hier dann das Ergebnis nach kürzester Zeit, dass die Pflanzen sehr wohl und auch zur Stabilität des Bauwerks beitragen. Irgendwann, wenn das Holz quasi zu Ende ist, verfault ist, dann sollten die Pflanzen dann in bestimmten Situationen diese Funktion der Böschungsstabilisierung übernehmen. Sehr oft wird generell die Ingenieurbiologie sehr kombiniert eingesetzt. Und das sind zum Beispiel auch Beispiele eine Maßnahme kombiniert mit technischen Lösungen. Das ist eine Böschungssituation neben einer Straße, wo man so Raumgitterelemente, ein 3D-Gitterelemente da fixiert hat, in den Boden verankert hat. Und dann geht es darum, drüber natürlich auch noch eine Vegetationsdecke haben, die sich entsprechend entwickeln. Und die Vegetationsdecke hat natürlich auch die Funktion, hat eine wichtige Funktion, dass sie das ganze Material, was da hineingefügt worden ist, zurückhält. Ist hier nicht gelungen. Das war so ein Beispiel, wo wir dann im Nachhinein auch gefragt worden ist, was kann man hier noch machen? Was wäre hier eine Möglichkeit? Vom Prozess her, es ist leicht angedeutet, dieses Material, was man da hineingefüllt hat, war zu fein. Der Regen oder der Winter dann hat das Ganze sozusagen transportiert. Dieses feine Material hat sich da unten gesammelt und deswegen hat man hier mit diesem feinen Material unten auch noch diese Flächen dann mit Vegetation. Oder anderes Beispiel ist noch extremer, wo man extreme Steilwelle mittlerweile, bautechnisch ist es kein Problem, errichtet. Auch das ist sozusagen, ist ein bisschen auch eine Möglichkeit, bei der Ingenieurbiologie immer auch um diese technischen Lösungen oder nicht technischen Lösungen gehen kann. Und auch da braucht es aber dann sozusagen immer dieses grüne Element dazu, damit das Bauwerk dann dementsprechend auch in der Landschaft sich einbindet. Und da ist die Frage, hat das funktioniert? War das erfolgreich? Also wenn man von diesem Zustand dann daherkommen, ist es erfolgreich oder grundsätzlich ja, oder? Es ist auf jeden Fall grüner als davor. Richtig, ja, es ist grüner als davor. Ja, ist richtig. Es ist schon richtig, ja. Aber was könnte? Ja, da gibt es wahrscheinlich auch Probleme mit gerade Pflegearbeiten oder wenn man an die Stahlnetze wieder hin muss, um Wartung zu nehmen, genau. Ja. Und so. Ja. Das ist sehr schwierig, wenn man nichts mehr sieht, weil alles bekümmert ist. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das passiert leider sehr oft. Hier hat man nicht so sehr an die Pflege gedacht, sondern hier wollte man es sehr schnell grün haben. Das passiert sehr oft. Ich kenne es auch aus der Praxis, dass man sehr schnell quasi eine Saatgut drauf gibt, mit sehr viel Dünger, mit sehr viel Energie quasi ausstattet, damit man es dann vielleicht, in dem Fall weiß ich es nicht, vielleicht zur Straßeneröffnung schon grün ist. Auch diesen Druck gibt es immer wieder. Aber das große Problem ist dann im zweiten und im dritten Jahr. Ich habe hier sehr viel Dünger wahrscheinlich drauf. Es ist auch sehr monoton, es ist sehr gräserlastig. Also auch da ist die Vielfalt nicht besonders groß. Und dann hat man das Problem, dass im zweiten, dritten Jahr, wenn das quasi dann über den Winter vertrocknet, das ist ein extremer Aufwand ist für die Pflege. Also da muss man dann sehr, 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 sehr viel Aufwand da wieder hinauf und das pflegen. Momentan
gibt es viele, ganz viele, viele Entwicklungen mit diesen, auch mit der, in der Stadt, ist jetzt nicht klassische Ingenieurbiologie, aber in der Stadt wird bei unserem Institut gemacht, diese vertikalen Begrünungselemente in unterschiedlichster Form. Aber sie sind immer, da muss man immer wieder bedenken, dass es auch ein extremer Pflegeaufwand dahinter steckt. Ein anderes Beispiel, das ist so eine nette Skizze von einer Kollegin, da geht es um den Petersbach. Der Petersbach hat so ausgeschaut, das ist ein Bach im Süden von Wien, und da haben wir die Möglichkeit gehabt, wirklich sozusagen Fläche oder Gelände dazu zu gewinnen, und wir haben hier aufweiten können, und damit haben wir den Bach sozusagen dann auch entsprechend mehr Raum zur Verfügung stellen können. Und auch da werden, das ist dann eine Situation oder in der Umsetzung, macht man das, stellt man das nicht einfach so her, sondern auch da wird man gezielt dann oder versucht man gezielt Ingenieurbiologie einzusetzen. Und das Ganze schaut dann einiger Zeit so aus, das ist oben der Weg, hier hat man diesen schlängelten oder diesen pendelnden Wasserverlauf, der sehr großzügig da bepflanzt worden ist und wo ich kein Problem habe mit dem Wasserrückhalt. Also das ist eigentlich eine ideale Situation, und somit mit Brunnenelementen hat man hier dann versucht, so strukturieren und ingenieurbiologische Maßnahmen eben anzuwenden. Ein anderes Beispiel, und da komme ich jetzt, mache ich ein bisschen geografischen Sprung, zum Kollegen aus Brasilien, die da, mit denen wir da auch zusammenarbeiten. Generell ist es ja so, diese Ingenieurbiologie kann man ja grundsätzlich überall anwenden. Ja? Also was wird das Entscheidende sein oder was ist der große Unterschied, wenn ich die Ingenieurbiologie jetzt hier anwende oder in Brasilien? Ja? Andere Vegetation. Genau, man muss dann nur wissen, welche Vegetation ich einsetze. Wir waren auch schon in Nepal, da macht man dann sozusagen Versuche, welche Pflanzen sind dort geeignet, was könnte man dann nehmen. Und es war hier sehr ähnlich. Hier hat man ein Problem gehabt, diesen in der Außenkurve mit diesen höheren Belastungen, dass man hier diese Erosionsprozesse hat, die schlussendlich dann auch dazu geführt haben, dass die Bäume da hineinstürzen, und man wollte diesen Erosionsprozess stoppen, und es war dann da die Idee, mit ingenieurbiologischen Maßnahmen das durchzuführen und zu planen. Das ist jetzt so eine Prinzipskizze, wie das dann ausschaut. Gehe ich jetzt nicht auf die einzelnen Elemente ein. Ich zeige euch nur ganz kurz, wie das dann ausgeführt worden ist. Also bei all diesen Dingen steht immer ein sehr intensiver Planungsprozess dahinter, was ja sehr wesentlich auch für euch ist, wo ihr dann einerseits die klassische ingenieurbiologische Maßnahme plant, aber in Zusammenarbeit natürlich auch mit einer hydrodynamischen Berechnung, wo man sich anschaut, bei welchem Ereignis habe ich welchen Wasserstand, habe ich welche Fließgeschwindigkeiten, Schleppkräfte, das ist da ganz entscheidend, oder wo manchmal auch Ökologen eingebunden sind. Und so wurde das Ganze dann umgesetzt. Man sieht hier unten diese Steine, die man da als Fußsicherung hingegeben hat, und dann ganz wesentlich hat man hier so Bäume entlang von der Böschung gelegt. Was erreiche ich damit? Warum hat man das gemacht? Bitte? Weniger Erosion, aber warum weniger Erosion? Weil die Geschwindigkeit vom Wasser an die Ufer verringert. Genau, ich lege die Geschwindigkeit mehr in die Mitte des Flusses. Hier habe ich sozusagen diese bremsende Wirkung, sehr geringe Fließgeschwindigkeiten, vielleicht sogar fördere ich die Sedimentation und habe damit dann auch diesen Erosionsprozess gestoppt. Das Ganze schaut dann nach nur 3 Jahren, ja, schaut das Ganze dann so aus, wenn man es jetzt von der Gegenseite sich anschaut, das ist erodierte Ufer, und das ist die Situation also 3 Jahre später. Grundsätzlich, auch da muss man immer wieder drauf schauen und ein bisschen vorsichtig sein, ist es gelungen oder ist es besser? Ja. Ja? Wer meint? Ja, nicht. Und gibt es Argumente, die man sagt, da oben ist das da oben ist auch nicht so schlecht, oder das oben ist besser? Ja? Ja, Entschuldigung. Zwiegespalten einfach, oder? Zwiegespalten. Weil? Die für welche Lebewesen ist es so vielleicht besser? Ja, ist richtig. Ist richtig, ja. Ja. Und tun was anderes? Ja, die ökologische Nische von. Ja. Ja, das ist, ich habe es völlig richtig getroffen. Das oben natürlich sind auch natürlich spezielle Habitate.
Auch wenn man natürlich sozusagen, ja, wenn man es ingenieurbiologisch betrachtet und mit dem Ziel, was man ursprünglich gehabt hat, ja, dann schon. Ja. Aber trotzdem soll man immer wieder auch diese anderen Aspekte da auch mitnehmen und berücksichtigen. Das waren jetzt sehr viele Beispiele von Fließgewässern. Ich zeige euch jetzt noch ein Beispiel, von wo wir wegkommen von Fließgewässern. Das war ein Projekt in Georgien, wo ich einige Jahre mitarbeiten durfte, im Kaukasus. Wir haben hier eine Rutschung, das ist eine Mure runtergegangen und hat diese Ortschaft da unten betreut. Das ist die Situation nach circa 10 Jahren, was man hier sieht, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt auch für die Ingenieurbiologie, dass man die Vegetation natürlich erobert sie sich selbstständig oder mit der Sukzession kommt da wieder eine Vegetationsdecke zustande. Nur teilweise, überall dort, und das ist auch sehr spannend, wenn man das dann anschaut, überall dort, wo es extrem steil ist, ja, dort habe ich quasi keine Ruhe, da habe ich immer diese Instabilität drinnen und da kann sich dann auch keine Vegetationsdecke ausbilden. Und was man auch sieht, man sieht hier auch noch einmal diese zentrale Rinne, die sich runter immer wieder vertieft, weil ich quasi durch diese Rutschung, die da entstanden ist, das Wasser immer wieder konzentriere und damit habe ich immer diese Bewegung. Damals hat man dann sofort über ein Weltbahnprojekt hat man hier so Betonsperren hineingebaut, also so Kaskaden gemacht, damit man eben, wie wir vorher schon angesprochen haben, diese Schleppkraft verringert. Mit einem unglaublichen Aufwand mit dem Beton da auf über 2000 Meter raufzubringen, mit dem Zement, mit schlechten Straßen und man muss über Alpenpässe fahren und. Also es hat, glaube ich, mehrere hunderttausend Euro gekostet. Wie wir dorthin kommen sind, 2016, haben wir dann da auch noch festgestellt, das erodiert hier weiter. Das heißt, es könnte eventuell auch ein Problem sein, dass irgendwann diese Sperren wieder kippen und wir haben uns dann ein alternatives Konzept überlegt, mit Ingenieurbiologie zu arbeiten, was für mich sehr spannend war, weil wir da noch einmal wirklich auf den Ursprung der Ingenieurbiologie zurückgegangen sind. Wir haben dann Holzsperren uns überlegt, die man mit der Hand bauen kann. Wir haben das ganze Holz ist mit Pferde transportiert worden. Also wir haben hier sehr, sehr klassisch ingenieurbiologisch, ursprünglich ingenieurbiologisch gearbeitet. Weil wir da wirklich eigentlich nur mit der lokalen Bevölkerung gebaut haben, sind solche grundsätzlich ähnlich wie die Betonsperren, die man da im Hintergrund sieht, haben wir so alternative und angewandte mit lokal verfügbaren Materialien gebaut mit der lokalen Bevölkerung, haben wir da hier den gleichen Effekt erzielt, eigentlich wie die Holzsperren. Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, der heute auch wieder immer mehr kommt, wenn man solche Strukturen baut aus Beton oder Holz. Was ist denn der große Unterschied, wenn sie beide das Gleiche können? Ja? Die Haltbarkeit ist ein wichtiger Punkt. Ja. Was haltet länger? Ja. Beton. Beton, ja. Ja. Was ist aber, was, ja, ja, was ist? Bitte. Also am Holz kann sich halt wieder pflanzen. Also es kann wieder einwachsen. Ja, aber gut, diese Holzstämme, was wir da verwendet haben, die werden wahrscheinlich sozusagen verfaulen und die sind dann nicht. Aber was ist der große Unterschied? Betonsperren, Holzsperren. Was ist da, was, wenn sie beide technisch das Gleiche können? Oder wenn es verfault ist, wie ja. Auf dem einen kann man danach immer fahren, zum Beispiel auf das andere. Okay. Ja, ist richtig, okay. Ja, 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 ist ein Argument, ja. Ja, die Holzsperren sind über, denn die lassen ja das Wasser trotzdem durch und der Dauer ist halt komplett. Ja, da gibt es Unterschiede. Sagen wir mal, das ist gleich. Ja? Was? Die Verfügbarkeit vor Ort. Verfügbarkeit vor Ort ist natürlich ein Thema, ja. Was ist damit verbunden? Nachhaltigkeit. Ja. Wie definieren wir Nachhaltigkeit? Bitte? CO2-neutral ist richtig. Ist ein Element davon, ja. Und das ist das, was wir mittlerweile auch versuchen, was immer mehr kommt, auch im Tiefbaubereich, dass wir uns die CO2 in den ökologischen Fußabdruck anschauen von so Bauwerken. Ja, also wir, das kommt in den nächsten Jahren ganz massiv. Massiv wird auch jetzt mittlerweile bei den Ausschreibungen schon immer wieder auch berücksichtigt. Das heißt, wie viel CO2
wird hier verwendet im Vergleich zum Beispiel zur Betonsperre. Ja? 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 Wenn die den Rückschutz gemacht, weil beim Umbau, das war schon nicht das Problem, weil das unter so ein leicht erodierbares Material ist und das zusammenfällt. Ja, der Kohlschutz war auch ein Problem. Das Problem war, aber vielmehr war eigentlich das, dass sie, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen hypothetisch auch, sie haben Geld zur Verfügung gehabt, eine bestimmte Menge, haben 4 Sperren bauen können und haben den Abstand von den Sperren viel zu weit auseinandergelegt. Das heißt, ich habe das Gefälle zu wenig reduzieren können. Ich bin nicht auf Null oder bin ich knapp drunter, sondern habe immer noch diese Erosionskraft des Wassers. Und das ist ja im Sommer. Im Sommer ist ja das trocken. Aber das Problem ist hier vor allem nach der Schneeschmelze, da sind wir auf 2,5, knapp unter 2,5. Das sind riesige Schneemengen dort. Und die haben immer wieder das Problem, dass sie quasi mit den Schleppspannungen zu hoch sind und immer noch diese Erosion verursachen können. Also das ist auch Ingenieurblock, das ist nicht nur sozusagen vom Fließgewässer, sondern wir gehen da wirklich auch hinauf in die, ist auch Teil sozusagen von den alpinen Naturgefahren, ist auch historisch sehr, sehr, sehr stark in Österreich verankert. Aus dem Bereich heraus wurden sehr viele ingenieurblockische Maßnahmen entwickelt. Und das ist jetzt eben das Beispiel sozusagen, wo wir, das ist jetzt ein Jahr später, man sieht sehr schön, in dem Moment, wo ich quasi, und das ist auch sozusagen noch einmal das Fazit quasi zum Abschluss, wo man in dem Moment, wo ich mit dieser Abtreppung ja, quasi Ruhe hineinbekomme, hat dann die Natur die Chance. Und das ist ein bisschen auch ist auch eine andere Interpretation oder Definition von Ingenieurbiologie. Wir arbeiten mit der Natur, wir unterstützen die Natur, damit die Natur den Job machen kann und nicht jetzt irgendwer anders. Ja. In diesem Sinne, war das ein kurzer Einblick in das Thema Ingenieurbiologie, Bauen mit Pflanzen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch viel Erfolg, viel Spaß beim heutigen Tag und vielleicht sehen wir uns ja dann, wenn die Entscheidung getroffen wird für die BOKU, vielleicht sehen wir uns dann in der Vorlesung wieder. Danke.